Blomberg TV. Die HSG Blomberg-Lippe hat das Heimspiel gegen Frisch auf Göppingen souverän gewonnen. Mit 28:22 bezwang der Frauenhandball-Bundesligist den direkten Tabellennachbarn vor 749 begeisterten Zuschauern in der Sporthalle an der Ulmallee. Wir sind gut ins Spiel gestartet, haben die von Anfang an unter Druck gesetzt. In der Abwehr stand Bombe am Anfang und haben dadurch auch die leichten Tore gemacht. Ein paar viele verworfen zwischendurch, aber dann sind wir Anfang der zweiten Halbzeit wieder gut reingekommen und sind dann weggezogen und haben es eigentlich auch ganz gut nach Hause gebracht. Zur besten Spielerin avancierte Torhüterin Isabel Roch, die zahlreiche Chancen der Gäste vereitelte und deren Leistung Trainer André Fuhr als hervorragend bezeichnete. Kim Berndt hofft jetzt auch auf ein Erfolgserlebnis am kommenden Sonntag in Oldenburg. Wir haben das Pokalspiel gut gespielt gegen die, denn zu Hause schlecht. Und jetzt ist vielleicht wieder ein gutes Spiel dran. Wir geben das Beste. Wir versuchen wieder so wie heute in der Abwehr zu stehen und dann ist auf jeden Fall was drin. Zur guten Stimmung auf den Rängen trug auch Schlagerstar Anna-Maria Zimmermann bei, die in der Halbzeitpause ihren Hit »Tausend Träume weit« sang. Die ehemalige DSDS-Teilnehmerin hatte viel Spaß und machte nebenbei noch etwas Werbung für ihr Konzert am 22. Februar in der Lemgoer Lipperlandhalle. Ich freue mich, heute hier zu sein. Wir sind ein bisschen auf Promotour. Ich bin ja gerade unterwegs, Sternengeflüster, meine aktuelle Tour, das erste Mal mit Konzert unterwegs. Und wir sind in 10 Tagen in Lemgo und ich habe gedacht, jetzt gucke ich doch hier heute mal vorbei. Ja, guck mir die Mädels an, mach noch ein bisschen Werbung und hoffe dann, dass wir uns vom Handball dann in 10 Tagen wieder beim Konzert sehen.